Manchester City gegen Olympique Lyon, das Viertelfinalspiel, das man wahrscheinlich am wenigsten auf dem Schirm hatte, findet zuletzt statt und der letzte Halbfinalteilnehmer wird ermittelt. Vor allem mit Topfavorit City und unserem Ex-Trainer Pep Guardiola. Also mit uns meine ich jetzt halt, weil er mal in der Bundesliga war. Und Pep halt, gell? Jeder mag ihn. Deswegen. Naja, Müller-Wohlfahrt nicht so. Ja. Und das ist ja auch einer von uns. Schauen wir uns die Quoten an. Das ist das einzige Spiel, wo es keine halbwegs ausgeglichenen Quoten gibt. Da gibt es einen krassen Favoriten mit Man City. Lyon kriegt keinen Respekt, haben auch im Achtelfinale verloren das Rückspiel, aber insgesamt durch die Auswärtstorregelung sind sie jetzt in Lissabon dabei. Damit haben sie wahrscheinlich am allerwenigsten selbst gerechnet. Und jetzt werden sie nicht damit rechnen, dass sie ins Halbfinale kommen. Aber vielleicht ist das auch hier der Reiz dieses Spiels, dass man ein bisschen sich die Asian Handicaps anschaut, dass Lyon vielleicht doch bei so einem Do-or-Die mithalten kann. Und wenn dann Asian Handicap plus 2 oder so eine ganz gute Quote gibt, dann kann man sich's mal überlegen, aber auf Lyon weiterkommen zu tippen, das wäre ja gestört. Ja, naja, wie man es nimmt. Die Quote ist natürlich so hoch, dass man es schon irgendwie rechtfertigen kann. Und dann oft hat man vielleicht mal Glück, dann sagt man alles richtig gemacht. In dem Fall sind zwei Dinge, die ich berücksichtigen würde. Lyon hat im Cup-Finale gegen Paris 0-0 gespielt und nach Elfmeterschießen nur verloren. Das ist aber ein Punkt, dass die französische Liga eben abgebrochen wurde und Manchester City noch einige Spiele auf höchstem Premier League-Niveau hatte. Und deswegen diese Quote, so krass wie sie ist, wahrscheinlich sogar gerechtfertigt ist. Lyon hat ein Tor gegen Juventus Turin geschossen und das hat ihnen hier die Fahrkarte ins Viertelfinale beschert, obwohl Ronaldo zweimal für Juve getroffen hat und die Schwester von Ronaldo gemeint hat, ja, du hast alles gemacht, du bist der Beste, aber du kannst es halt nicht alleine regeln. Also mega Diss an sein scheiß Team, blödes Juve, und gegen die hat Lyon gewonnen, beziehungsweise ein Tor geschossen. Das muss man mal festhalten. Das ist schon eigentlich eine Leistung gewesen, die man nicht so unbedingt erwartet hätte. Ja. Wir haben mit dem Sieg auf Juve eigentlich recht gehabt. Wir haben aber auch gedacht, Juve gewinnt mit 2 Toren Vorsprung, was ja dann Lyon verhindert hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier auf Lyon zu tippen, könnte man vielleicht rechtfertigen, weil es so ein das wichtigste Spiel in der Vereinsgeschichte von Lyon wahrscheinlich ist, mit einem Spiel ins Champions League Halbfinale zu kommen. Ich denke, da hat jede Mannschaft eigentlich in diesem Viertelfinale an einem guten Tag die Möglichkeit, die andere zu schlagen. Und in diesem Spiel ist es halt so, dass die Quoten am weitesten auseinanderdriften von allen 4 Viertelfinalspielen. Und demnach hätte eine Asian Handicap Wette auf Lyon auch das meiste Value. So viel die Argumentation zu Lyon. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den Top-Favoriten auf die Champions League. Wir haben Manchester City, die, ich glaube, haben sie über 100 Tore geschossen in der Premier League? 102, glaube ich, in 38 Spielen. Die stehen für puren Offensiv-Zerstörungsfußball und da würde denen wahrscheinlich Olympique Lyon gerade recht kommen. Deswegen gegen eine knappe Niederlage von Lyon oder besser zu setzen, ist definitiv zu gefährlich. Deswegen hier würde ich nicht mich auf eine Wette festlegen. Wenn ihr da anderer Meinung seid, bitte gerne kommentieren und uns das wissen lassen. Und was die Tore betrifft hingegen, über 3 Tore bei einer Quote von 1,97, da könnte ich da schon eher damit liebäugeln. Ja, also ich tue mir auch schwer mit Asian Handicap, gerade bei den Lions 1,5, 2, nicht so richtig was Interessantes dabei. Wenn jetzt die Lyon plus 2 um 2er-Quote gehabt hätte, dann hätte man das machen können, so aber nicht. Totals über 3, auch eine knappe 2er-Quote, finde ich jetzt auch relativ sexy, weil wenn Man City das spielt, was sie können, dann werden die schon mindestens
zwei, drei reinholzen und dann braucht Lyon nur noch eins, dann ist die Wette nicht verloren oder gar gewonnen. Also das ist, wenn man eine Wette finden will, meine Lieblingswette. Ansonsten ist das für mich eher ein Hände-Weg-Spiel. Ja, das auch. Aber eins wollte ich noch dazu sagen. Lyon hat eigentlich in allen Champions-League-Spielen eher für mehr Tore gesorgt als für weniger. Und wenn sogar gegen Juventus Turin, die ja schon auch dann in der Defensive eigentlich einen guten Ruf haben, wenn sie gegen die sogar treffen können, dann können sie natürlich auch gegen Manchester City treffen. Im Umkehrschluss kann Manchester City natürlich jederzeit beliebig viele Tore fast schon schießen. Und das an einem Sahnetag. Werden sie diesen haben? Das wird unser genauer Ergebnischeck jetzt offenlegen. Chris Custodian, bitte dein Tipp. Dann starte ich mal. Ich werde mal ein bisschen was Verrücktes glauben. Lyon wird zur Halbzeit 2-0 führen, also zwei Tore schießen. Und in der zweiten Halbzeit schießt Man City 3 und gewinnt dementsprechend. Eine 29er-Quote, auch mit exaktem Spielverlauf. Respekt dafür, wenn es so eintrifft, dann trage ich das nächste Mal ein T-Shirt mit deinem Kopf oder so. Aber das Ergebnis, ja, halte ich jetzt natürlich auch nicht für ausgeschlossen. Aber ich wäre der Meinung, dass hier Man City sogar noch einen draufsetzt. 4-1 für Man City, 18er Quote. Und was uns natürlich dann interessiert, was sagt ihr? Und wer hat am Ende recht? Wer liegt richtig? Vielleicht läuft es auch komplett anders. Das ist ja in so einem K.O.-Spiel immer möglich. Also, ja. Wir freuen uns auf das letzte Spiel, auf den letzten Halbfinalteilnehmer und dann bis zum Halbfinale.